Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Sendung, wo es um die Ergebnisse des Battery Day gehen soll, der heute Nacht stattgefunden hat und einige von uns wahrscheinlich schlaflose Nächte bereitet hat, denn die das live verfolgt haben und wie ich auch festgestellt haben, dass die Uhrzeit 22.30 Uhr erstmal für den Start des Annual Meetings für die Shareholder vorgesehen war und erst im Anschluss mit einer kurzen Pause es dann wirklich um den Battery Day ging. Soll eins der vielen Videos, die ihr wahrscheinlich heute sehen werdet oder schon gesehen habt, sein, mit aber natürlich dem Twist, den ihr immer bei mir kennt, dass ich das Ganze auch ein bisschen, ja nicht kritisch, aber versuche ins rechte Licht zu rücken, denn was man gesehen hat, war doch einerseits ein zwiegespaltenes Ergebnis. Viele haben sicherlich mehr erwartet von dem Event und viele haben das, was vorgestellt ist, als bereits verfügbar anerkannt und die Weltherrschaft von Tesla mal wieder dargestellt. Und ich glaube, wir haben das erste Mal einen Elon Musk gesehen, dem einige Aussagen zu weit gefasst wurden von seinem Kollegen, der da mit bei war und sich selbst nicht wohl gefühlt hat. Aber dazu später etwas mehr. In erster Linie haben sie es runtergebrochen und haben gesagt, warum es diesen Battery Day gibt, wozu sie ihn eigentlich brauchen und was eigentlich die größten Hürden sind. Sie haben in der Zeit ja einiges an Kopfschmalz benötigt und genutzt, um hier zu einer Lösung zu kommen und haben mal hochgerechnet, was wir denn eigentlich bräuchten oder wie viel Gigafactories belegt mit Photovoltaik bräuchten wir eigentlich, um 20 Terawattstunden Batteriekapazität zu bauen. Das wären 135 Gigafactories. Das würde ein Investment von 2 Trillionen US-Dollar bedeuten und würde 2,8 Millionen Menschen involvieren, die dort arbeiten würden. So, und da ist die Aussage eigentlich schon richtig, die hier oben auch drauf steht: Batteriefabriken skalieren heute nicht stark genug oder sind noch, oder da ist halt noch ein sehr, sehr großes Potenzial, was gefunden und erreicht werden muss, damit es überhaupt in diese Zukunft geht. So, was ich sehr, sehr gut fand ist, und wir wissen es alle, wir sprechen immer davon, dass der Kilowattstundenpreis oder der Preis pro Kilowattstunde Batterie nach unten gehen muss. Und was sie bei diesem Battery Day gemacht haben, ist einerseits den gesamten Prozess dargestellt. Sie sind über das Zellendesign gegangen, die Zellenherstellung, also die Automatisierung oder Industrialisierung, sind über verschiedene Anode-Materialien gegangen, Kathoden-Materialien haben sie sich angeschaut und haben dann auch den nächsten Schritt, die Zelle in das Fahrzeug zu integrieren, sich angeschaut und damit in die Zukunft eine Planung gemacht, wie denn sie zum Beispiel zum Halbieren, so wie es hier angegeben ist, der heutigen Kosten kommen können. Wir wissen, dass sie auch eins der Unternehmen sind, die die 100-Dollar-Grenze erreicht oder vielleicht sogar teilweise unterschritten haben pro Kilowattstunde. Das bedeutet aber auch, dass sie ein Ziel dieser Kosten halbieren oder sehen als Halbierung benötigen, um dann auch Fahrzeuge günstiger und für noch mehr Kunden erschwinglich zu machen. Und sagen ja ganz klassisch, dass die Preise, die sie heute für die Fahrzeuge nehmen, die sie in ihrem sexy Portfolio haben, dementsprechend schon Mid-End- oder Luxusfahrzeuge sind. So, dann haben sie, wie gesagt, eine Zelle, die wir heute kennen, dargestellt, grafisch dargestellt, gezeigt, dass sozusagen die Anode und die Kathode von einem Separator getrennt sind und ich dann einen Plus- und einen Minuspol habe
Und die, wie gesagt, gerollt sind ungefähr in einer heutigen Zelle einen Meter, haben sie ungefähr gesagt, ist dieses Band da aufgerollt und haben sich überlegt, wie können wir hier Fortschritte machen? Was ist hier der perfekte Pfad, um einerseits die Herstellung zu vereinfachen, weniger Teile in dem Teil zu haben, also weniger Teile, die involviert sind in einer Zelle zu haben und den Weg, wo der Strom fließen muss, den elektrischen Pfad zu verkürzen. Und jetzt, was ihr hier seht, ist mit dem, was sie auf den Plan gekommen sind. Und zwar möchten sie oder sind dabei, ein Dry Coating zu machen. Das bedeutet, heute wird die Kathode und die Anode, es sind ja flüssig oder Liquid-Teile drin und sie wollen das Dry Coating machen, das heißt das Material auftragen. Da hat man dann so eine Maschine gesehen und hat auch gehört, dass genau dieses Know-how, das Patent oder der Weg, wie man das dann angeht, aus der Maxwell-Fusion oder Übernahme entstanden ist und dass sie heute schon Erfolge in Einzel- oder Kleinstproduktion haben. Das war so die Aussage, die der Kollege von dem Herrn Musk gemacht hat. Und wo Herr Musk gesagt hat, wir sind dichter dran, das stabil und skalierbar fertigen zu können. So, das sind, da war, da bin ich ein bisschen nervös geworden, weil, wie gesagt, sie hatten gesagt, sie haben hinter ihnen eine Testlinie aufgebaut und forschen da gerade dran, wie sie das Ganze in einer Maschine ohne Unterbrechung vollautomatisieren können. So, und Elon, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, war für mich ein ganz anderer Mensch. Normalerweise ist er dafür bekannt, dass er so ein Ankündigungsweltmeister ist und alles funktioniert. Ich denke, die letzten Monate und Jahre haben ihm gezeigt, dass er mit solchen Aussagen vorsichtiger sein muss, weil es einfach nicht klappt. Und er hat in Aussicht gestellt, dass sie eine Produktion, die dann auch in kommerziellen Fahrzeugen zum Einsatz kommen könnte, in den nächsten 18 Monaten bis 3 Jahren dann bekommen werden. Das heißt, das, was viele damit impliziert haben, dass es diesen Battery Day gibt, dass sie das Zeug hinten schon produzieren und ab sofort bei jedem bestellten Fahrzeug drin ist. Ungefähr so hat es Elon wortwörtlich auch gesagt, ist nicht der Fall. Das wird noch einige Zeit benötigen, ist aber für sie der einzige Weg, wie sie zum einen nachhaltiger werden können, Reduktion von kritischen Rohmaterialien, Reduzierung vom Wassereinsatz, und so weiter und so fort. Und die Gewinnung der Energiedichte in einer Zelle. So, jetzt gucken wir uns das weiter an. Das heißt, Sie sind hingegangen und haben gesagt, wie muss dann eigentlich unsere Zelle aussehen, damit wir den optimalen Bereich, also Range fürs Fahrzeug bekommen, also die maximale Reichweite, die das Fahrzeug fahren kann, und dass wir die Kosten dementsprechend im Griff haben und sind hier bei 44, bei 46 Millimetern Durchmesser rausgekommen und bei 80 Millimetern Höhe von der Zelle. So, jetzt seht ihr, wie die Zelle aussehen soll und wer bei Twitter oder ich glaube auch einige Newsseiten haben das am vergangenen Wochenende schon geleakt. Da ist genauso eine Zelle aufgetaucht. Da hat man schon gesehen, dass die wesentlich dicker geworden ist. Und da gab es dann auch den Aufruf, zum Beispiel von Electric war das, glaube ich, dass wer dazu mehr Ahnung hat oder mehr weiß, der möge sich doch bitte melden, um das zu erklären. Das ist jetzt bei diesem Battery Day passiert. So, jetzt haben wir diesen neuen Formfaktor. Also das wird dann die 4680er Zelle sein, oder wie Sie sie genannt haben, die fünfmal so viel Energie haben soll, 16% mehr Reichweite haben soll und sechsmal so viel Power haben soll. Da sind jetzt einige auch schon hingegangen und haben dann das mit Zyklen gerechnet und kämen rechnerisch auf eine Zelle, die gut wäre für 1,2 Millionen Meilen, also Reichweite und wie nennt man das? Durability, also
Ja, dass die so lange hält, ohne so stark zu degradieren, dass sie eben nicht mehr funktioniert. So, und hier sehen wir jetzt nochmal aufgebrochen, wie sie dann an diese unterschiedlichen Teile Range Increase, den Preis pro Kilowattstunde zu reduzieren und das Investment, was sie pro Gigawatt Reduktion, Gigawattstundenreduktion benötigen würden. Und hier seht ihr so ein Brückendiagramm oder so eine Herleitung, wo denn sie die meisten Range Increase, wodurch sie das hinbekommen. Das sind hier mit den beiden größten Teilen, das ist einmal das Kathodenmaterial und das Anodenmaterial. Zusätzlich dann die Integration der Zelle in das Fahrzeug. Und jetzt habe ich gerade Blödsinn erzählt, das ist nämlich, habe ich falsch gelesen, entschuldigt bitte. Also es geht um das Anodenmaterial mit 20%, 16% das Zelldesign und 14% die Integration der Zelle in das Fahrzeug oder in den Rahmen des Fahrzeuges. Und nur 4% sind hier Range Increase durch die Wahl des Kathodenmaterials. So. Wie verhält sich das jetzt pro Dollar zu Kilowattstunde? Wo sind ja die größten Einsparungen? Und wir müssen immer sehen, das hier ist das Optimum, was Sie sehen. Und jemand, der clever ist, der fängt natürlich mit den größten Brocken zuerst an, um das über die Zeit oder über die Jahre zu verbessern. Sondern sind wir hier bei 18% Cell Factory. Also das heißt, bei der Herstellung der Zelle, die heute noch unterbrochen wird, wo teilweise einzelne menschliche Handschritte passieren müssen, das zu automatisieren, die Maschine zu bauen, die Maschine baut. Das hat auch Elon gesagt, das ist schwerer als so einen Prototypen hinzustellen. Er hat irgendwie gesagt, das ist vielleicht im einstelligen Prozentbereich erfolgreich, ein Fahrzeug oder eine neue Zelle oder einen Prototypen auf die Bühne zu stellen. Im Vergleich zu, was bedeutet das eigentlich in der Masse zu produzieren und hier die Preise runterzukriegen, dass es auch fürs Unternehmen rentabel ist, dies zu machen und für den Kunden bezahlbar ist, diese Fahrzeuge zu bekommen bzw. mehr Kunden zu kriegen, weil der Preis für die Fahrzeuge senken wird. Das zweite oder der zweitgrößte Block ist hier das Zellendesign, dann das Kartonmaterial. Hier oben die Integration in das Fahrzeug und wieder das Anodenmaterial als kleinster Punkt. Und beim Investment, da sehen wir jetzt auch, wo das größte Investment reinfließen wird. Und zwar 34% der Reduktion pro Gigawattstunde produziert, liegt in der automatisierten Fertigung, die aufgebaut werden soll. Dann haben wir das Kathodenmaterial, danach dann die Integration in das Fahrzeug und dann Zellendesign und zu guter Letzt das Anodenmaterial. Und Achtung für alle 13-Jährigen im Raum, und Elon hat sich's mal wieder nicht lumpen lassen, wieder eine Anspielung zu machen auf sein Lieblingsthema. Und es sind natürlich dann 69% Ersparnis. Selbst er musste auf der Bühne ein bisschen darüber lächeln. So. Weiter geht es nun. Ich würde. Sprechen wir darüber? Naja, gehen wir erstmal auf das Thema rein. Und hier seht ihr den Kurs der Tesla-Aktie. Die während der Präsentation waren die Märkte geschlossen, wie die sich entwickelt hat. Also die ist am Tag um 5,6% schon gefallen zum Vortag. Und während des Battery Days seht ihr hier, das ist jetzt gegen 11 Uhr heute Morgen gezogen worden, ist der Preis irgendwo bei $395 runtergefallen. Das heißt, auch was zum Beispiel der Ben Sullins, der hat gefragt, war das jetzt ein Letdown, also eine Enttäuschung, auch der, Next Move, hat direkt im Anschluss nach der Sendung oder nach dem Livestream eine Umfrage gestellt, ob das jetzt das war, was die Leute erwartet haben und ob das übertroffen wurde oder ob man hier enttäuscht ist. Und da gab es auch einen sehr zwiegespaltenen Ansatz zu. So, das wäre dann auch das Ende. Dann bleiben wir auf dieser Seite und sprechen jetzt nämlich den wichtigen Punkt an. Was ist denn eigentlich
diese Integration in das Fahrzeug. Was sie gezeigt hatten, ist auch, dass sie aktuell eine der oder die größte Casting-Maschine der Welt gemacht haben, wo sie ihren Frame für das Model Y produzieren. Und das gibt ihnen zusätzliche Möglichkeiten, weil sie nämlich hier neue Materialien oder neue Formen von Materialien entwickelt haben. Also der Elon spricht dort auch davon, dass sie ein eigenes oder eine eigene Zusammensetzung ihres Aluminiums, was da zum Einsatz kommt, benötigt haben, um diese Ziele zu erreichen, und spricht auch davon, dass viele weitere Entwicklungen von Materialien, die es heute noch gar nicht gibt, notwendig werden, um hier diese Fortschritte oder diese Sprünge zu sehen. Was er auch angesprochen hat, ist, und das war dann in diesem Rahmen, dass man gezeigt hat, wie so eine herkömmliche Plattform für die Zellen aussieht, wo dann die einzelnen Batterien hier reingesetzt werden und die einzelnen Zellen reingesetzt werden, um daraus den Akku zu machen, dass die mehr mit in den Frame des Fahrzeuges verbunden werden sollen. Also er hat die Verbindung zur Luftfahrt gebracht, wo man in der Vergangenheit den Treibstofftank als Gepäck gesehen hat. Also es war etwas, was in dem Flügel verbaut wurde und war so ein Fremdkörper, und hat dann in der Luftfahrtbranche dann erkannt, dass wenn wir den Tank zum Teil des oder zum Bestandteil, besser gesagt, des Flügels machen, dass wir dadurch Zugewinne haben. So, und genau diesen Punkt möchte man hier auch nehmen. Man möchte, dass der Akku oder dieser Block, der drin ist, Bestandteil des Frames wird, dadurch natürlich dann auch die Steifigkeit sich erhöht. Auch da hatte Elon das erklärt. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn man ein Cabrio mit dieser Form bauen würde und mit diesem integrierten Batterieframe, dann wäre das noch steifer als bei allen herkömmlich heute hergestellten Fahrzeugen. Und es ist natürlich auch ein riesengroßer Sicherheitsfaktor, der damit kommt. Natürlich wurde da auch angesprochen, also das sicherste oder die sichersten Fahrzeuge, die man kaufen kann, sind heute Teslas, die da kommen sollten. Nebenbei wurde dann bekannt gegeben, dass das Tesla Model S Plate jetzt konfiguriert werden kann und im Laufe nächsten Jahres dann auf den Markt kommt. Das ist sicherlich uns allen auch bewusst gewesen, und viele, Ove ist ja einer davon, haben auch darauf gesetzt, dass es dann wahrscheinlich bei diesem Battery Day auch Veränderungen an dem S und X geben wird, vielleicht vom Interieur, vielleicht Einsatz neuer Zellen, und nichts dergleichen ist der Fall. Also es bleibt das Fahrzeug, wie es ist. Es bekommt diese drei Motoren, also diese Plate Powertrain, und ist mit $140.000 auch nicht ganz so günstig, aber das ist natürlich klar, und hat aber Performance, die, ja, wenn es auf den Markt kommt, soll es das performanteste Produktionsfahrzeug der Welt sein. Mit über 200 Meilen Geschwindigkeit, 0 auf 60 Meilen in unter 2 Sekunden. Und hat aktuell den Rekord in diesem Racecourse, wo sie da in den USA immer hingehen, was jetzt alles nichts ist, was mich wirklich begeistert und sagt, das habe ich nicht gesehen. Was ich aber sehr positiv für mich mitgenommen habe, ist, wie fokussiert und realitätsnäher Elon unterwegs ist. Diese Dinge und diese Aussagen, die da auch getroffen worden sind, wo der vielleicht ein bisschen zu begeistert war, als er darüber gesprochen hat, zu relativieren, zu sagen, ja, wir sind noch nicht so weit, wir sind noch davon entfernt, dass es automatisch produziert werden kann. Wir müssen noch Ingenieure sogar finden, die uns dabei helfen, diesen Prozess zu verbessern. Und das ist etwas, was mich einfach vielleicht auch glauben lässt, dass es wirklich in den nächsten 18 bis 36 Monaten dann soweit sein kann, dass diese Zellen in Produktionsfahrzeuge kommen. Ich gehe dann aber auch davon aus, dass dieses Fahrzeug
eine Neuvorstellung sein wird. Weil was sie auch gezeigt haben, leider habe ich diesen Screenshot vergessen zu machen, ist, dass sie unterschiedliche Zellen in den Fahrzeugen einsetzen werden. Also es wird zum Beispiel im Batterie-Storage bei den Small- und Mid-Range-Fahrzeugen wie dem Model 3 und es wurde auch das Robotaxi oder beziehungsweise das 25.000-Dollar-Fahrzeug verdeckt gezeigt, wo es auch noch keinen Namen für gibt. Die sollen mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien bestückt werden. Und dann ist die Thematik, dass diese Zelle, die wir hier ja hier sehen, komplett ohne Kobalt auskommt und dort der Nickelanteil erhöht wird. So, und jetzt ist das bei den luxuriösen und Long-Range-Fahrzeugen, auch zum Beispiel beim Cybertruck, so, dass hier eine Nickel-Magnesium-Zellchemie zum Tragen kommt und zum Beispiel bei dem Semi-Truck dort wird dann komplett auf Nickel gesetzt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass hier wahrscheinlich der Semi-Truck das erste Fahrzeug sein wird, was hier diese Zelle dementsprechend verbaut bekommt oder so aufgebaut wird, dass das da zum Tragen kommt. Ja, was man noch so ein bisschen mitnehmen kann, was so ein bisschen ein Beigeschmack ist. Im Annual Meeting, als sie es vorgestellt haben, sprachen sie davon, dass sie Dinge, die sie falsch machen, möglichst schnell korrigieren wollen und dass sie sehr stark auf dem Nachhaltigkeitstrail sind, um hier ja, Tag für Tag besser zu werden. Dann gab es allerdings bei der Frage- und Antwortrunde, als Investoren 3 Minuten Zeit bekommen haben, ihr Anliegen zu präsentieren, da gab es ja mehrere Themen, die auch abgestimmt werden sollten. Einerseits die Bitte, dass Tesla nicht nur zu Audittermin, sondern kontinuierlich nachverfolgt, woher die Rohstoffe kommen und dass die keine Kinderarbeit oder sonst was mit involviert werden. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Auch wurde abgelehnt der Antrag, hier stärker auf Menschenrechte und Verletzung von Menschenrechten, Gleichberechtigung und so weiter zu achten. Das ist wahrscheinlich der größte ja, Beigeschmack, den ich mitgenommen habe, was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, was ich nicht so gut fand. Interessant fand ich aber auch den Ansatz, und das habe ich auch, hätte ich fast vergessen, dass hier bei der Herstellung ja wie gesagt auch sehr stark darauf geachtet werden soll, dass mit den Rohstoffen vernünftig umgegangen wird. Und Gott sei Dank hat Elon es einfach mal klargestellt, woher das Lithium eigentlich kommt und dass Lithium im Überfluss vorhanden ist und selbst mit einer Mine, die sie in Nevada haben, sie alle Fahrzeuge, die in Nordamerika sind, auf batterieelektrische Fahrzeuge mit dem Lithium umstellen könnten und mit ihrer Methode, wie sie das Lithium daraus extrahieren, nicht einmal die Landschaft verschandelt wäre, sondern die sieht ja vorher genauso aus wie nachher. Und dass man sich halt darauf fokussiert, eben hier den Verbrauch von Wasser oder von giftigen Stoffen zu reduzieren und da besser zu werden. Das ist sicherlich etwas, wo sie häufig angegriffen wurden oder wo batterieelektrische Fahrzeuge immer angegriffen werden. Das fand ich sehr, sehr gut, dass man das noch mit angesprochen hat. Und auch, dass der Hintergrund dieser neuen Batteriefabriken, die dann ja Tesla, so heißt es ja immer, selbst aufbauen möchte und selbst betreiben möchte, selbst auch das Recycling der Batterie machen will. Also das ist dann auch ja, einen Schlag in die Zwölbe von dem JB Straubel, der ja mit Redmond oder Redwood Materials, so heißen sie, ja ebenfalls ein Startup gegründet hat und auch Verträge bereits mit Panasonic in der Gigafactory 1 gemacht hat, um hier Rohstoffe wieder zu verwerten, dass sie das auch immer in den Regionen machen will. Das heißt, es wird diese Batteriefabriken in Nordamerika, aber auch in Europa und auch in der Gigafactory, das war auch eine Frage einer Zuschauerin, aufgebaut werden und auch dort produziert werden. Also finde ich absolut klasse.
Ich bin damit am Ende meiner Zusammenfassung, meiner Bewertung des gestern Gesehenen angekommen. Würde mich, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, über einen Daumen freuen und solltet ihr noch nicht abonniert haben, auch über ein Abo. Und ja, das hilft dem Kanal, auch weitere Videos zu produzieren. Ich sage danke an dieser Stelle und freue mich auf eure Kommentare. Ich denke, da wird es heiß hergehen. Also bis später unten in den Kommentaren. Euer André von Pferd. Ciao.